So, willkommen nur zur dritten Folge. Jetzt haben wir quasi in der ersten Folge ja, Mythos installiert. In der zweiten Folge uns selber eine eigene lokale Welt erstellt. Und ja, jetzt können wir quasi diese Welt anfangen in Richtung Online-Server zu bewegen. Das heißt, alles, was wir quasi tun, ist jetzt erstmal in zwei grobe Kategorien, ne, ich sag mal drei Kategorien eingeteilt. Erstens, diese Datei hier anpassen, weil hier ist alles Relevante drin, was für den Server später wichtig ist. Zweitens, euren Router so einrichten, dass man von außen auf euren Rechner zugreifen kann, weil klar, euer Server ist ja ein Programm, ne? Das heißt, wenn jemand von außen auf euren Server zugreifen möchte, muss er dazu natürlich auf den Rechner zugreifen können. Klar. Und der dritte Punkt ist dann quasi, das zu starten. Ja. So. Wie geht das? Also, mein Test ist standardmäßig so ausgelegt, dass ihr lokal spielt. Jetzt könnt ihr sagen, okay, ihr wollt es aber nicht lokal spielen, sondern ihr könnt ihr sagen, ihr wollt das Ganze als Server hosten. Und wenn ihr das jetzt als Server hostet, dann könnt ihr quasi nicht nur selber drauf spielen, sondern es können auch noch andere drauf spielen. Aber nur welche, die sich direkt mit eurem Rechner innerhalb des lokalen Netzwerks verbinden können, beziehungsweise die Leute, die euren, ja, die eure IP kennen. Weil, damit dieser Name in der öffentlichen Liste auftaucht, also in dieser hier, wo alle Server drinne sind, müsst ihr euren Server in dieser Liste hinzufügen. Und das geht, indem ihr hier unten sagt, Server ankündigen. Jetzt würde, wenn ihr euren Server startet, würde dieser Name hiermit auftauchen. Denn öffentlich heißt euer Server immer so, wie die Welt heißt, die ihr startet. Wichtig ist aber, ich würde das Ganze generell nicht so machen. Weil, wenn ihr jetzt den Server sagt, ihr möchtet jetzt das Spiel hosten. Achso, ja, sobald ihr den Server macht, braucht ihr auch einen Namen, ganz klar. Wichtig ist, der Name, den ihr hier eingebt, das ist immer der Administrator. Das heißt also, ihr seid immer der Administrator. Wenn ihr euch jetzt hier, also, ne, wenn ihr euch jetzt Tommy nennen wollt, dann heißt der Admin auch Tommy. Wenn ihr euch jetzt so wie ich Walker nennen wollt, dann heißt der Admin auch Walker. So, wenn ihr jetzt den Server startet, bam, könnten sich jetzt rein theoretisch alle Leute mit diesem Server verbinden. Das Problem ist, sobald ihr sagt, nee, möchte ich nicht, ich möchte wieder ins Hauptmenü, bam, ist der Server wieder weg. Das heißt, damit der Server so läuft, müsst ihr dauerhaft im Spiel drin sein. Das verbraucht unnötig Rechnerleistung, weil ihr müsst die ganze Zeit das Spiel offen haben als grafische Ausgabe. Heißt also, eure Grafikkarte ist die ganze Zeit ausgelastet. Und sobald ihr das Fenster mal irgendwie außer den schließt, bam, ist alles weg, weil es soll so. Deswegen ist es halt wichtig, dass ihr diesen Server auch als Server startet. Das geht jetzt wie folgt. Zuallererst müsst ihr wieder sagen, mein Test. Dann müsst ihr sagen, das Home-Verzeichnis ist wieder euer Home-Verzeichnis. Ne, kennen wir ja jetzt mittlerweile aus dem letzten Video. Und jetzt kommt das Wichtige. Jetzt sagt ihr, okay, ihr möchtet nicht mein Test starten, sondern wir wollen mein Test als Server laufen lassen. Dazu gibt ihr hier die Parameter --Server an. Und wenn ihr das jetzt als Server laufen lasst, dann kommt nicht mehr dieses Fenster, sondern es wird einfach die letzte Welt gestartet. Damit ihr nicht immer die letzte Welt startet, sondern wenn ihr mehrere Welten habt, dann wollt ihr genau sagen, welche Welt gestartet werden soll. Das könnt ihr hier auch noch angeben, indem ihr sagt, okay, World, und dann den Pfad zu eurer Welt. Das heißt, temp.bbb, jetzt .mindtest, weil wir sind ja hier im Mindtest-Ordner, jetzt im Worlds-Ordner,
Und jetzt diese Welt, die soll erlahmen. Also, bam. Den Strich hinten bitte nicht nehmen, sondern einfach so. Jetzt habt ihr, okay, mein Test als Server starten. Und zwar mit dieser Welt. So. Jetzt ist euer Server quasi schon mal aktiv. Aber er läuft auf irgendeiner, auf irgendeinem Port, zum Beispiel auf dem Port 30.000. Nein, da. Doch, genau. Das Problem ist, manchmal habt ihr mehrere Server laufen. Ich hab ja zum Beispiel 6 Server laufen. Quatsch, ich habe 7 Server laufen. Genau genommen sogar 8, aber ist egal. Das heißt, ihr könnt nicht 8 Mal einen Server auf Port 30.000 laufen lassen, weil pro Port geht nur ein Programm. Das heißt, wenn ihr manuell irgendeinen speziellen Port haben wollt, zum Beispiel ihr wollt nicht 30.000 haben, sondern 30.005, dann müsst ihr das auch nochmal hier als Befehl, also als Parameter anhängen, und zwar Strich Strich Port. Und da dann zum Beispiel euren Port nicht 30.000, das wäre der Standard, sondern 30.005. Easy. Und schon läuft euer Server auf Port 30.005. Perfekt. So. Jetzt ist aber das Problem. Genau, also jetzt gehen wir erstmal in die Konfiguration. Also, wir haben hier unsere mytest.conf-Datei. Und jetzt kommt auch der Punkt, weswegen es wichtig ist oder empfehlenswert ist, warum ihr den Server in eine komplett eigene Umgebung packt. Weil wir haben das Problem, dass wir haben jetzt hier diese Konfigurationsdatei. Und ich habe ja gesagt, den Namen, den ihr hier eingibt in mein Test, der Name steht hier, so heißt später der Administrator. Und jetzt gehen wir einfach mal davon aus, ihr nennt euren Dingsterbumster Admin. Bam. Jetzt schaltet ihr den Server. Und irgendeiner verbindet sich jetzt mit dem Server. Dann hat er das Problem, dass wenn ihr jetzt euch mit dem Server verbindet, also ich mache jetzt hier einfach mal, ne? Mache hier einfach mal bam bam. Ja. 1, 2, 3, einfach mal irgendeinen Namen eingeben. Ach so, ja, okay. Das war wieder wegen Unified Inventory. Wir müssen das natürlich wieder hier mit der aktuellen Version machen, ganz klar. Das braucht ihr jetzt, wie gesagt, nicht machen. Das ist jetzt von mir aus hier, weil ich halt für jede Version ein eigenes System habe. Home. Knoppix. Mytest 5.1. Bin Mytest. So. Okay, jetzt. Brauche ich natürlich auch die aktuelle Version. So. Jetzt verbindet sich irgendein Hans mit eurem Server. Alles kein Problem. Der neue Spieler ist drauf. Und wenn jetzt der neue Spieler guckt, wer ist denn der Administrator? Bam. Der Administrator ist Admin. Der Administrator auf dem Server ist Admin. Aber wenn ihr euch jetzt selber verbindet, ne? Ihr seid jetzt hier in eurer kleinen eigenen Welt. Nein. Home ist gleich temp.bbb. Meint er ist. Und ihr wollt jetzt hier auf eurem Server spielen. Oder ihr spielt irgendwo anders, ne? Ihr wollt jetzt irgendwo, ne? Ihr spielt jetzt irgendwo. Und nennt euch halt nicht mehr Admin, sondern ihr wollt natürlich auf, wenn ihr irgendwo anders spielt, dann wollt ihr der geile heißen. Das ist euer perfekter Kosename. Und ihr verbindet euch. Bam. Das Problem ist, sobald ihr es verbunden habt, wird dieser Name auch hier gespeichert.
Das heißt, und jetzt kommt das große Problem, wenn ihr jetzt euren Server runterfahrt und wieder startet und sich dann wieder neue Spieler mit eurem Server verbinden, dann gehen die Probleme los. Weil dann heißt nämlich der Administrator auf einmal nicht mehr Admin, sondern der geile der Administrator des Servers ist der geile Fan. Und das ist halt das Problem. Mindtest von sich aus nutzt für euch als Spieler und für euren Server die gleichen Konfigurationen. Und genau aus diesem Grund, genau deswegen, damit das nicht passiert, habe ich es mir persönlich halt angewöhnt, für den Server eine komplett eigene Umgebung zu erstellen, die komplett getrennt ist von dem, was ihr normalerweise nutzt. Weil dann passiert nämlich genau sowas nicht mehr. Deswegen haben wir einen neuen Ordner erstellt und genau deswegen geben wir diesen Ordner immer beim Server hier an. Das heißt also, wenn ihr euren Server benutzt, müsst ihr das hier haben. Sehen wir hier. Bam. Und wenn ihr privat spielt, dann lässt ihr das einfach weg und öffnet euren Server ganz normal. Das ist der Hintergrund dabei. Okay, das heißt, jetzt haben wir schon mal die erste Hürde. Wir haben den Namen. Name ist also immer quasi der Name, den der Administrator hat. Wenn ihr euch also mit dem Namen anmeldet, seid ihr der Admin. Wir fangen am besten mal hier oben an. Bam. Das ist die erste Einstellung. So. Dann das nächste Wichtige für euch ist, ob auf eurem Server quasi ja Schaden aktiviert sein soll. Sprich also, wenn mehrere Leute auf dem Server drauf sind, ob sich diese gegenseitig verprügeln dürfen oder nicht. Dafür gibt es dieses Enable Damage. Wenn das wahr ist, also true, dann dürfen sie sich gegenseitig verhauen. Ansonsten macht ihr halt Scheiße. Das hier rein, das heißt, dass man sich nicht schlagen darf. Also quasi unwahr, falsch, wie auch immer man das übersetzen möchte. So, wir wollen es aber schadenmäßig aktiviert haben. Jetzt kommt das nächste. Viele Spieler mögen es, wenn auf dem Server Creative aktiv ist. Heißt also, wenn jeder bauen darf, wie er möchte. Kennt ihr alle Kreativmodus, ne? Das wäre dann quasi das hier. Wir lassen das aber am besten einfach mal deaktiviert, weil, ja, wie gesagt, ich auf meinem Server spiele immer relativ Survival. Die ganzen Sachen hier brauchen wir alle nicht. Das ist alles für den Klienten, also für euch, wenn ihr hier mitspielen wollt. Aber wie gesagt, diese Einstellung ist ja nicht für euch zum Spielen, sondern ist ja für den Server. Und da brauchen wir das ganze Gedöns nicht. Genauso brauchen wir auch nicht, welche Welt zuletzt ausgewählt war, weil ihr gebt ja eure Welt manuell an. Das würde ich euch auch immer empfehlen. Das brauchen wir auch nicht. Das hier ist der Map-Generator, der genutzt wird. Das ist wichtig, wenn ihr eine neue Welt erstellt. Dadurch, dass wir aber quasi ja schon eine Welt erstellt haben, die auch schon Map-Generator hat, brauchen wir das hier auch nicht. Also kann das weg. So. Hier kommt eine der wichtigen Sachen. Und zwar, wie quasi ja euer Server quasi, ob euer Server in die öffentliche Liste eingetragen werden soll oder nicht. Hier ist also wichtig, dass ihr das auf Ja stellt. Auf True. Wenn ihr das so macht, dann ist euer Server. Halt, was mach ich denn da? Ach. Du einmal bitte nach da oben. Bam. Dann ist euer Server nun öffentlich erreichbar. Dafür müsst ihr natürlich den Server an sich erstmal aktiviert haben. Also das hier ist auch wichtig. Einmal Server hosten, dass das hier quasi als Server aktiv ist, das was ihr hier quasi habt. Und dann, wenn ihr das als Server hostet, soll ja auch in die öffentliche Liste eingetragen werden. Das ist wieder alles uninteressant.
auch uninteressant. Oh, das ist auch alles uninteressant. Das ist alles nur für den Klienten. Und das ist uninteressant. Ja, ist alles uninteressant. Bam. Das ist quasi eure grundlängste Konfiguration. Wenn ihr die habt, dann habt ihr quasi einmal, wie der Administrator heißt, ob Schaden aktiviert ist, ob Creative-Modus aktiviert ist. Dass ihr, also das wäre genau genommen auch nicht wichtig, das könnt ihr auch wegnehmen. Und das hier ist quasi, ob der Server öffentlich erreichbar sein, also ob der Server in der öffentlichen Liste sein soll oder nicht. Das war's. Wenn ihr jetzt den Server startet, Mam, habt ihr hier. Normalerweise müsste noch eine Warnung kommen, dass euer Konto ungeschützt ist. Na gut, dann halt nicht. Ja, halt also jetzt läuft euer Server und jetzt könnt ihr euch mit MyTest darauf verbinden. Probieren wir einfach mal. Tada, funktioniert. Und der Admin ist wieder Herr Admin. So, jetzt ist aber natürlich wichtig, klar, jeder könnte sich jetzt hier Admin nennen. Und schon hätte jeder Adminrechte. Bam. Das darf natürlich nicht passieren. Deswegen müsst ihr, ihr solltet euch, wenn ihr euren Server online gestellt habt, die erstmal direkt damit verbinden. Und wenn ihr im Spiel drinne seid, da solltet ihr quasi einmal euer Kennwort ändern. Altes Passwort gibt es ja keins. Und beim neuen Passwort gibt es einfach ein 123. 123. Bam. Und schon. Könnte ich quasi nur noch Leute ja, verbinden. Normalerweise müsste jetzt noch eine Benachrichtigung kommen mit. War das Passwort zu kurz oder was? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eigentlich sollte noch eine Bestätigung kommen. Guck mal ganz kurz. Warum ändert ihr das Passwort nicht? Ah, jetzt. Okay. Habe ich davor immer auf Abbrechen gedrückt oder was? Egal. So, jetzt habt ihr da oben Passwort Change Successfully. Das heißt also, jetzt kann sich halt, wenn sich jemand hier jetzt einfach als Admin anmelden möchte, muss er natürlich erstmal das Kennwort kennen. Klar. Das heißt also, jetzt ist euer Server auch geschützt und ihr habt halt als Admin alle Rechte und alle anderen haben gar nichts. Das heißt, jeder andere kann halt einfach nur normal spielen. So, jetzt könnt ihr aber natürlich auch noch einstellen, welche Standardrechte derjenige haben soll. Wichtig wäre vielleicht noch zu erwähnen, ihr könnt alle Einstellungen, die ihr hinterlegt, gibt es im Internet zu finden. Dazu als wichtigste Hilfe, MyTest. .conf example. So. Dann findet ihr diese Seite hier. Und das ist euer wichtigster Bezugspunkt quasi all over the world. Ihr könnt auch das hier öffnen, aber das hier ist übersichtlicher. Also ausführlicher. So, das ist dann das Ding hier. Und hier habt ihr alle Einstellungen, die ihr irgendwie machen könnt. Ist leider in Englisch. Aber wie gesagt, wir gehen da jetzt alles, was wichtig ist, durch. Das heißt, Controls ist komplett unwichtig, weil das ist das, wie ihr euch im Spiel bewegt. Aber das ist ja nicht euer Spiel, mein Test, sondern euer Server. Also könnt ihr das Controls komplett überspringen. Und ist das lang? Hallo? Hallo? So, das nächste ist dann Grafik. Grafik ist auch... für wenn ihr spielt, ne, wie die Welt dann aussieht und so, also wie halt grafisch aussieht und so, also wie weit ihr sehen könnt und ob ihr Shader aktiviert habt und sowas alles. Das ist alles für den Server auch uninteressant, also kann man es auch überspringen. Ihr könnt quasi auch einfach direkt hier nach Server suchen. Aber wir gucken mal jetzt manuell hier weiter, beziehungsweise doch, wir suchen einfach mal direkt nach Server. So, dazu gebt ihr hier die F3-Taste. Und dann Server. Bam. Also jetzt guckt ihr, wann der Server beginnt.
beziehungsweise könnt auch einfach mal hier Hashtag Leerzeichen Server und dann habt ihr quasi direkt Server. Bumm. Und hier haben wir nämlich jetzt alles ab hier. Ab Zeile 1115 ist alles das, was für uns als Server wichtig ist. Und zwar zum Beispiel Servername. Weil, ich habe ja gesagt, normalerweise heißt die Welt, andersrum, heißt der Server immer so, wie die Welt heißt. Das muss aber nicht sein, sondern ihr könnt dem Server auch manuell einen Namen vergeben. Dazu habt ihr dann das Ding hier. Gebt ihr einfach ein. Servername ist gleich mein erster Server. So, unter diesem Namen, den ihr hier eingebt, wird er dann später in der Liste auftauchen und für andere zu sehen sein. Dann könnt ihr, wenn ihr auf den Server raufgeht, und jetzt habt ihr zum Beispiel Server, ne, den hier jetzt, dann habt ihr hier immer noch so eine Beschreibung. Wunderbar, wunderschön. Wir können mal ganz kurz auf einfach meinen Server raufgehen. Was war denn da? So. Und jetzt habt ihr hier auch mal meine Beschreibung. Und das fügt ihr hinzu, indem ihr das Ding hier benutzt. Server Description. Also Server, quasi auf Deutsch, einmal Server Beschreibung. Ein Server zum Spielen. Easy. So. Dann könnt ihr noch einmal hier eure Domain angeben. Wer keine Ahnung hat, was eine Domain ist, sollte das lassen. Und wer weiß, was eine Domain ist und wer weiß, was seine Domain ist, der weiß auch, was er hier eintragen muss. Von daher werde ich das einfach mal gekonnt ignorieren. Das hier ist ein bisschen schwieriger zu verstehen. Und zwar könnt ihr im Forum, könnt ihr ja praktisch, ne, wenn wir jetzt hier im Forum sind, ich gehe ganz kurz rein, dann wieder hier das hier bitte, Dankeschön. So, wenn ihr im Forum seid, dann könnt ihr in Server reingehen und könnt für euren Server eine, ja, quasi eine Werbetafel, wenn man das so möchte, erstellen. Zum Beispiel habe ich für meinen Server oder für meine Server habe ich hier, ne, German Mindclone Server, bam, so sieht meine Seite aus. Und jetzt kommt's. Es gibt eine öffentliche Serverliste. server.mytest.net. Die Serverseite ist ganz nett. Ach halt, Servers mit S. Bam. Und hier werden alle Server aufgelistet, die gerade online sind. Und wenn man jetzt hier zum Beispiel geht auf German Mindclone Server, dann seht ihr, ihr habt hier Sachen, wo ihr raufklicken könnt. Und wenn man jetzt hier raufklickt auf German Mindclone 2 Server in dieser Serverliste, dann bekommt man automatisch direkt meine Seite. Und wie das funktioniert, ist ganz einfach über genau diesen Befehl oder diese Einstellung. Und zwar habt ihr, wenn ihr eure Seite erstellt, habt ihr oben einen Link. Diesen Link könnt ihr jetzt hier bei Server-URL eingeben, heißt also Server-URL, in eure Konfigurationsdatei eingeben, ist gleich und dann diese Adresse, die hier oben steht, eingeben. Und schon kann jeder, der in dieser Serverliste hier euren Server dann sieht, kann direkt draufklicken und beim Draufklicken wird die entsprechende Seite geöffnet. Können wir uns dann nachher auch mal angucken, also testen. Wenn ich dran denke. So. Das nächste ist dann, gucken wir mal, Server Announcement hatten wir ja schon, dass quasi der Server in der öffentlichen Liste überhaupt auftaucht. Haben wir. Nee, halt, da. So. Dann Serverlist URL, das solltet ihr nicht verändern. Das ist dafür, wenn ihr nicht die öffentliche Liste benutzen wollt, sondern wenn ihr irgendwo separate Listen habt. Ist zum Beispiel vielleicht wichtig für Firmen oder für irgendwelche, ja, für irgendwelche Veranstaltungen, wenn man irgendwo eine LAN-Party macht und dort eigene Server hat
und man halt nicht diese Server öffentlich haben möchte und man vom Öffentlichen nicht auf die Server zugreifen soll, man also quasi eine komplett eigene Serverliste haben möchte, dann ist das sinnvoll, für uns komplett irrelevant, weil ihr müsst dann erstmal einen eigenen Mindtest-Server-Liste-Host-Server hosten. Ist komplett egal, komplett sinnfrei, komplett... Ja, lassen wir einfach. So, das hier ist, ja, das ist quasi wie im Chat Sachen angezeigt werden sollen, ist auch komplett irrelevant, werde ich auch nicht mehr drauf eingehen. Könnt ihr mit ein bisschen rumspielen, wie es euch gefällt. Ich lasse einfach lassen. So, jetzt kommen wir zu den Sachen, die mit dem Netzwerk zu tun haben. Heißt also, wie euer Server sich mit dem Internet verbindet und wie andere sich mit eurem Server verbinden oder Daten austauschen. Das erste, was wir gelernt haben, ist ja schon Port, ne, auf welchem Port das Ganze läuft. Das könnt ihr, wie gesagt, in der Einstellungsdatei machen. Ihr könnt es aber auch so machen, wie ich es mache, dass ihr das hier als Parameter angibt. Hier oben. Da. Das finde ich persönlich immer cleaner, weil das ist eine Einstellung, die man durchaus vielleicht ab und an mal ändern möchte. Von daher hat man das hier einfach einen besseren Zugriff drauf. Ja. Wie gesagt, ist komplett euch überlassen. Ihr könnt es einmal so machen oder aber, wie gesagt, hier als Einstellungen. Serverport oder Serverport? Ah ne, einfach nur Port. Port und dann ist gleich unter eure Portnummer. Das hier ist für ein bisschen fortgeschrittenere, normalerweise. Ja, ist. Oh Gott, wer kriegt das am dümmsten? Ja, also, ihr habt ja quasi, wenn ihr euren Rechner habt und der Rechner hat jetzt zum Beispiel WLAN und LAN, dann können sich normalerweise Leute sowohl über WLAN verbinden als auch über LAN. Also über das klassische Telefon. Internet, was ihr habt, ist ja meistens per LAN angeschlossen. Und das könnt ihr hiermit beschränken. Ist quasi für fortgeschrittene Benutzer. Also am besten, nee, halt. Doch das hier, genau. Einfach ignorieren. Könnt ihr quasi auch bestimmte Netze machen, dass sich nur Leute einer bestimmten IP-Gruppe verbinden können. Und so weiter und so fort. Was? Wo kommt das denn her? Keine Ahnung. Ja, von daher. Das hier ignorieren. Das hier ist wichtig, wenn ihr mit vielen Servern arbeitet, die verschiedene Versionen habt. Heißt also angenommen, ihr habt jetzt eine Version 5.01 und später gibt es eine Version 5.32. Und jetzt ist es normalerweise so, dass wenn euer Server auf Version 5.01 läuft, dann ist es in der Regel so, dass sich dann ein Server, der dann später vielleicht mit Version 5.32 läuft, wenn sich ein Spieler mit Version 5.32 verbindet mit eurem Server, das nicht geht, weil der Client zu neu ist. Das könnt ihr hiermit ein bisschen aushebeln. Das heißt, wenn ihr diese strikte Kontrollierung deaktiviert, dann können sich schon wesentlich mehr Leute mit euch verbinden. Das heißt, es geht dann quasi immer dann, wenn die Server einigermaßen kompatibel sind zueinander. Ist zum Beispiel jetzt gerade der Fall. Jetzt kam ja vor kurzem Mindtest 5 raus. Ne? Und davor gab es ja Mindtest 0.4. Also 0.4.17, 0.4.14, ist ja geil was, alles. Und das geht damit zum Beispiel nicht. Heißt also, ein Mindtest 5 Server kann sich nicht mit Mindtest 0.4 Clients verbinden. Und Mindtest 4 Server, also Mindtest 0.4 Server, kann sich auch nicht mit Mindtest 5 Klienten verbinden. Egal, ob ihr das hier drin habt oder nicht. So mächtig ist diese Funktion nicht. Aber es sorgt zumindest dafür, dass sich Mindtest 0.417 Klienten mit Mindtest 0.410 Server verbinden können. Also, wenn kleine Unterschiede vorhanden sind, dass man sich dann verbinden kann. Das hier ist auch erweitertes Wissen. Das ist auch erstmal alles raus. Und das hier, das sind alles Performance-Sachen. Das ist wichtig, wenn ihr... Oh, ich muss doch ganz kurz was trinken. So. Das ist wichtig, wenn euer Internet besonders ist, sag ich jetzt mal. Also wenn ihr zum Beispiel ein sehr gutes Internet habt, dann könnt ihr diesen Wert hier hochsetzen. Der sorgt quasi dafür, wie viele Daten zwischen eurem Server und den Spielern, die drauf spielen, also den Klienten, ausgetauscht werden können.
je höher der Wert ist, desto mehr Daten können fließen. Desto kleiner der Wert ist, desto weniger Daten können gleichzeitig fließen. Kleinere Werte sind vor allen Dingen dann wichtig, wenn ihr ein eher schlechtes Internet habt. Das heißt, wenn ihr jetzt nur drei Spiele habt und eure Datenleitung quasi sofort voll ist, dann könnt ihr es damit ein bisschen runtersetzen. Aber wie gesagt, hier gilt allgemein, das ist ein bisschen erweiterte Sachen. Ihr könnt drum experimentieren. Ich würde es euch aber als Anfänger tatsächlich nicht raten. Wenn ihr hier Fragen habt, am besten immer erstmal im Forum fragen. Nicht, dass ihr irgendwie was macht und sich dann keiner mehr verbinden kann. So, jetzt kommen wir hier schon mal ein bisschen auf etwas, was wichtiger ist. Und zwar, das hier uninteressant. Zumindest wenn ihr es so gemacht habt, wie ich gemacht habe. Ihr habt eine Welt erstellt und ihr habt bereits eine Welt, dann ist das hier unwichtig. Das hier ist schon wichtiger, und zwar, wenn sich jemand mit eurem Server verbindet. Der Server läuft? Ja. Wenn sich jemand mit eurem Server verbindet, dann könnt ihr das Plus bitte einmal raus, danke. Dann könnt ihr hier oben eine schöne Meldung erscheinen lassen. Zum Beispiel können wir jetzt sagen, Message of the Day, ne, das ist quasi das, was hier steht, dieses Message of the Day, was für ein schöner, klar, schön erstmal groß schreiben, was für ein schöner Tag. Bitte liken. Was schreibe ich denn für eine Scheiße? Schreibt man liken? Ist wieder so ein denglisches Wort, oder? Keine Ahnung. Und ein Kommentar da lassen. Egal, ich lasse einfach so. So, jetzt habt ihr, wenn ihr euren Server neu startet, jeder, der sich mit dem Server verbindet, diese wunderschöne Nachricht. Server, was für ein schöner Tag. Bitte liken und einen Kommentar da lassen. Wow. Ja, das ist, das macht man in der Regel dafür, wenn jetzt irgendwelche wichtigen Informationen dasteht oder einfach ein Begrüßungstext oder irgendwie sowas halt. Ne? Also je nach Bedarf, was man halt braucht. Nachricht des Tages. Weil Message of the Day heißt praktisch genau das. Nachricht des Tages. So, nächste Sache ist dann das hier. Das ist wichtig, wenn ihr, wie gesagt, kein allzu gutes Internet habt. Das heißt, normalerweise können sich, ich weiß gar nicht, wie viele sich standardmäßig verbinden können, aber jeder Spieler, der sich mit eurem Internet, also der sich mit eurem Server verbindet, braucht natürlich Daten von eurem Server. Das heißt, je mehr Spieler auf eurem Server drauf sind, desto stärker ist euer Internet ausgelastet. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel nur DSL-Anschluss habt oder vielleicht auch mal einen etwas besseren Anschluss habt, dann können vielleicht so 5 Spieler, 10 Spieler, 15 Spieler, 20 Spieler rauf. Das heißt, ihr solltet diesen Wert dann hier auch entsprechend einstellen. Ein guter Startwert ist zum Beispiel immer 10. Ne? Also hier, Max Users ist gleich 10. Wenn ihr aber irgendwann merkt, okay, wenn 10 Spieler drauf sind, ist mein Internet überhaupt nicht ausgelastet. Da kann also noch ein bisschen mehr. Könnt ihr den Wert natürlich auch hochstellen. Also zum Beispiel 100. Und wenn ihr dann aber merkt, okay, wenn 100 Spieler drauf sind, dann bricht mir mein gesamtes Internet ab. Die Spieler haben alle nur noch Lags. Dann könnt ihr auch sagen, okay, vielleicht waren 100 vielleicht doch ein bisschen zu viel. Ich gehe mal auf 50 oder so. Ne? Also wie gesagt, das ist halt dafür, wie viele Spieler sich maximal verbinden können. Und als Faustregel gilt, je mehr Spieler, desto mehr Daten fließt natürlich. So, das hier ist Sachen, die, nee, braucht ihr nicht. Das hier hatten wir bereits am Anfang beschrieben. Das ist halt, ob es auf dem Server praktisch PvP gibt, also ob Spieler andere Spieler angreifen können. Oder ob die Spieler im Creative Mode sind. So, dann gibt es noch Default Passwort. Das ist wichtig, wenn ihr einen Server
öffentlich stellen wollt, wo sich nicht jeder mit verbinden darf. Also angenommen, ihr Default-Passwort, ihr setzt das Ding jetzt auf du fahr. So, ne? Easy. Dann heißt das, achso, habe ich glaube noch nicht gesagt, um einen Server runterzufahren, bitte nicht das Fenster schließen. Bitte nicht. Sondern unter Linux Steuerung und C. Bam. Dann fällt der Server nämlich ordnungsgemäß runter. Wenn ihr einfach nur den Server schließt, also hier die Seite schließt oder irgend so einen Scheiß macht, dann wundert euch bitte nicht, wenn euer Server irgendwann überhaupt nicht mehr funktioniert, weil ist nicht gut. Das ist quasi genauso, wie wenn ihr beim Rechner hinten einfach den Stromstecker zieht. Ist nicht gut, auch nicht bei Linux. Linux ist da zwar toleranter als Windows, aber es ist trotzdem nicht gut. Macht das nicht, bitte, danke. Sondern immer schön Steuerung C drücken, dann wird der Server richtig schön ordnungsgemäß runtergefahren, so wie es sein soll. Okay, danke. Alternativ könnt ihr natürlich auch, wenn der Server aktiv ist, könnt ihr natürlich auch als Administrator, das ist mein Test, könnt ihr natürlich auch als Administrator, Admin, wie war das Passwort? 1, 2, 3? Glaube ja. Ne, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Und schon gehen die Probleme los. Ah, okay, 1, 2, 4. Wenn ihr der Administrator seid, ne, also hier könnt ihr dann auch im Game Shutdown machen. Bam. Da wird der Server auch runtergefahren. Perfekt. Ansonsten, wie gesagt, wenn ihr hier auf der Konsole seid, einfach Steuerung C drücken, dann ist alles in Ordnung. Also für die, die es nicht wissen, wenn ich sage Steuerung C, dann heißt das die Steuerung, also die Steuerung-Taste ganz unten links auf eurer Tastatur. Habt ihr eine Taste, die heißt STRG. So. Die Taste müsst ihr einmal drücken und dann gedrückt lassen, also nicht wieder loslassen. Und während ihr die Taste drückt, müsst ihr dann kurz die C-Taste drücken. Also Steuerung plus die C-Taste. Also Steuerung-Taste drücken, dann kurz C drücken und dann, wenn ihr C wieder losgelassen habt, die Steuerungstaste wieder loslassen. Also quasi so. Könnt ihr ein bisschen testen in der Konsole. Wenn dieses Zeichen hier kommt, dann ist es richtig. Steuerungstaste drücken, einmal kurz C drücken und Steuerungstaste wieder loslassen. Perfekt. Wie gesagt, bitte nicht beschweren. Ja, es gibt tatsächlich Leute, die wissen das nicht. Deswegen jetzt bitte nicht haten in den Kommentaren. Ich weiß, es ist normalerweise unter Linux Grundwissen, aber vielleicht wollen ja auch Leute Server hosten, die sonst so mit Linux keine Erfahrung haben. Deswegen bitte, ich wollte es einfach nur nochmal erklärt haben. Danke dafür. So, also wie gesagt, wenn der Server läuft, dann Steuerung C, alles wunderbar. Server shutting down. So, jetzt wieder zurück zu unserem MyTest. Also wir haben jetzt hier dieses Standardpasswort eingegeben und dieses Standardpasswort sagt jetzt, jeder, der sich schon mal mit dem Server verbunden hat, also zum Beispiel Walker 123, da hatten wir noch kein Passwort eingegeben. Das heißt, hier ist alles wunderbar. Aber wenn sich jetzt ein neuer Spieler verbinden möchte, also zum Beispiel Walker, weiß nicht, 456, dann ist das ja ein neuer Spieler. Und dieser neue Spieler muss jetzt dieses Standardpasswort hier eingeben. Wenn sich jetzt ein neuer Spieler hier einfach anmeldet und entweder gar kein Passwort eingibt oder irgendein Passwort eingibt, dann kommt die Meldung, bam, falsches Passwort. Das heißt, dieser Server ist in dem Sinne von neuen Spielern geschützt. Weil neue Spieler müssen immer erstmal dieses Standardpasswort eingeben, also Bufa. Jetzt kann man sich verbinden. Und erst jetzt kann man dann in den Einstellungen sagen, okay, wieder Bufa. Das alte Passwort. Und dann das Passwort, was ich haben möchte. Also zum Beispiel 123. 123. Bam. Passwort change successfully. Perfekt. Das heißt also, wie gesagt, das nutzt man hauptsächlich dafür, wenn man einen Server erstellt,
wo sich Leute drauf verbinden sollen, aber nur Leute, die man selber kennt. Also jetzt zum Beispiel, ihr seid ein Schulkiddy, geht in die Schule und sagt, ey yo, ich will für meine Klasse einen Server erstellen, wo meine ganze Klasse sich connecten kann. Dann sag ich jedem aus der Klasse, wie mein Server heißt. Und zwar der beste Klassenserver der Welt. Der beste Klassenserver der Welt. Bam. Und jetzt sage ich jedem aus der Klasse, okay, das Passwort zu meinem Server heißt ich, also ohne Leerzeichen natürlich, ich weiß gar nicht, ob man noch Leerzeichen benutzen kann, aber ich benutze immer lieber keine Leerzeichen, weil Leerzeichen auch bei Passwörtern ist immer so eine Sache, mal funktioniert es, mal funktioniert es nicht. Deswegen lieber in Passwörtern keine Leerzeichen benutzen. So, also ich bin's. Bam. Und jetzt nur die Leute, die dieses Passwort kennen, können sich mit eurem Server verbinden. Das ist der Hintergrund dabei. So könnt ihr quasi einen Server erstellen, der quasi öffentlich erreichbar ist, aber wo sich nur die Leute drauf verbinden können, die eben dieses Passwort kennen. Das wollen wir jetzt hier natürlich erstmal nicht machen. Ich meine, können wir machen, aber nein. Wie gesagt, wer es braucht, kann es machen. Wer nicht, der nicht. So, das hier ist schon etwas, naja, ich sag jetzt mal, ne, wenn man das gespielt hat, weiß, was damit gemeint ist. Was Ähnliches gibt es ja auch bei Minecraft. Mit weg hier. Und zwar kann man für neue Spieler, ich habe so viele Sachen offen, so und so, dankeschön, kann man für neue Spieler, die sich neu verbinden, kann man einstellen, welche Privilegien sie haben sollen. Und zwar gibt es da eine kleine Handvoll quasi. Interact heißt, er kann mit der Welt interagieren, heißt also, er kann Sachen abbauen, Sachen wieder platzieren. Außer natürlich im Schützenbereich und da nicht. Schaut ist zum Beispiel, dass man chatten kann. Dann gibt es noch solche Sachen wie zum Beispiel Home, dass er sich einen Homepunkt setzen kann oder nach Hause teleportieren kann. Dann gibt es noch solche Sachen wie, er weiß nicht, Time, dass man die Zeit verstellt. Weiß ich gerade gar nicht. Ist das Privileg Time oder Set Time? Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall sind das halt die Privilegien. Sachen, die man nicht tun sollte, ist zum Beispiel Server. Weil jemand, der Serverberechtigung hat, ist quasi Admin. Halt also jeder Spieler ist Admin. Das ist nicht zu empfehlen, schätze ich mal. Ne? Das ist immer so eine gute Standardsache. Da kann jeder im Spiel mitspielen. Außer auf geschützten Bereichen, so wie es ja sein soll. Ne? Jeder kann chatten und jeder kann sich in einen Homepunkt setzen und sich nach Home teleportieren. Wunderbar. Das hier ist schon ein bisschen tiefgreifender. Das ist quasi wie viel, ja, wenn ein Spieler irgendwo steht, wie weit die Welt von ihm aus gesehen geladen wird. Ja, was das hier ist, das weiß ich noch nicht genau, weil das ist. Ach so, ja, Quatsch. Ist schon wieder. Ach, ich war so bescheuert. Nee, Quatsch. Alles, was ich bisher erklärt habe, ist Schwachsinn. Das hier ist nicht, dass Spieler gegeneinander spielen können, sondern dass die Schaden nehmen können. Ich bin doch bescheuert. Und zwar gibt es hier normalerweise, wenn man jetzt einen Server hat. Ich bleibe mal bei ihm hier. Gibt es doch diese Herzleiste hier unten. Und die kann man deaktivieren. Und zwar, indem man hier sagt, das da. Heißt also, wenn man das hier benutzt, Enable Damage Fails, dann gibt es auf diesem Server keinen Schaden mehr. Man kann also quasi von Klippen runterspringen, man kann in Lava reinspringen, man kann machen, was man möchte, man stirbt nicht mehr. Das ist das hier. Und das, was ich vorhin erklärt hatte, dass das Spieler sich gegenseitig Schaden machen können, das ist wie gesagt PvP, das ist das hier. Das ist für Server vielleicht, also ich auf meinen Servern habe das generell. Wenn man jetzt aber halt keinen PvP-Server haben möchte, sondern halt einen normalen, weiß nicht, Building-Server haben möchte, wo Leute halt zusammen bauen können, dann kann man das hier halt auf Fels stellen. Dann können sich die Leute zwar nicht gegenseitig hauen, aber sie können zumindest von der Umgebung her Schaden bekommen, wenn sie halt zum Beispiel irgendwo runterfallen oder ertrinken oder weiß ja gar nicht was.
So, das Restliche ist dann wieder so ein bisschen tiefgreifender. Ja, Static Spawn Point ist solche, dass neue Spieler immer an genau einem Punkt spawnen. Das ist dann wichtig, wenn man ein Spawn Point gebaut hat, wenn man jetzt irgendwo so einen Tempel gebaut hat und sagt, neue Spieler sollen bitte genau an diesem Punkt immer spawnen. Dann braucht man das Ding hier. Dann kann man auch noch aus sicherheitstechnischen Gründen sagen, okay, neue Spieler, wenn die sich verbinden, müssen sie immer ein Passwort hinterlegen. Sie dürfen kein leeres Passwort hinterlegen. Das wäre dann das hier. Ne? Wenn das hier auf True steht, wie es standardmäßig der Fall ist, dann dürfen sich Spieler auch verbinden, so wie wir. Ne? Wir haben ja hier kein Passwort. Wir sind ja hier direkt komplett blank. Und jetzt kann man aber sagen, wenn man das jetzt hier drin hat, bam, jetzt einfach den Server neu starten. Und wenn man sich jetzt neue Spieler verbindet, wie gesagt, es gilt immer nur für neue Spieler. Also angenommen, wir haben jetzt hier 789 ohne Passwort, verbinden, dann kommt die Meldung, dass ich die Server nicht neu gestartet habe. Manchmal ganz kurz, habe ich gerade hier. Ja, okay, wow, das war ja super intelligent. Man verbietet es ja. Das heißt, dass das ist verboten wird. Muss man ja aktivieren, nicht deaktivieren. So, jetzt. Okay, jetzt verbietet man das quasi. Können wir gleich mal testen. Dazu müssen wir den Server wieder neu starten. Lalala. Und jetzt kommt die wunderschöne Meldung. Set a password and try again. Empty passwords are disallowed. Auf Deutsch so viel wie leere Passwörter sind verboten. Setzen Sie ein Passwort und versuchen Sie es erneut. Ja. Nutzen tatsächlich relativ viele Leute, was auch Sinn macht irgendwo beim Server. Das hier ist. Ja, ist ein bisschen tricky zu erklären. Es gibt halt bestimmte Situationen. Ich muss schon wieder was trinken, Alter. Meine Stimme. Ich rede einfach zu viel heute. Wenn jetzt Spieler auf den Server sich verbinden und der Server extrem laggt, dann kann es ja sein, dass diese Spieler mit einmal extrem rumspringen auf den Server. Oder wenn die Spieler halt wirklich cheaten und einen Client benutzen, wo sie fast haben, ohne dass sie eigentlich fast haben dürften und solche Sachen, dann wird das in der Regel vom Server erkannt und behoben. Das heißt also, wenn der Spieler rumspringt, dann wird seine Position wieder zurückgesetzt. Und das kann man hiermit deaktivieren. Wenn man hier hat, Disable Anti-Cheat ist gleich True, ne? Dann heißt das, Spieler können machen, was sie wollen auf dem Server mit Cheaten. Das ist ein bisschen sehr tiefgreifend, das werde ich jetzt nicht ansprechen. Rollback-Funktion ist ein bisschen tricky zu benutzen. Da sollte man erstmal ein bisschen rumexperimentieren. Wenn man denn mit der Rollback-Funktion gearbeitet hat, kann man das hier, wie gesagt, aktivieren. Wir werden das jetzt aber hier erstmal lassen. So, das hier ist die Sache, wie Chat-Nachrichten im Spiel erscheinen sollen. Normalerweise kennt man ja das hier, man hat diese Dreiecksklammer, wo da drin steht Masterboy 93, eckige Klammer, Quatsch, also hier diese, also hier zum Beispiel, hier, wenn man her, das würde jetzt bedeuten, dass es dann zum Beispiel so aussieht hier, bam, Walker, du, okay, lassen wir das mal, du, wunderbarer Mensch. So würde das aussehen. Was ich immer schreibe für eine Scheiße. Egal. So würde das aussehen, wenn man das hier so normal lässt. Man kann es aber halt auch umändern. Dass zum Beispiel hier nicht diese eckigen Klammern sein sollen, sondern dass man hier halt, weiß nicht, sowas machen kann oder irgendwie so halt. Kann man hier halt alles hier konfigurieren. Wenn man das hier so machen möchte, zum Beispiel, wäre das dann wie folgt. Das wäre dann add Name, Doppelpunkt, add Message. Jo. So. Das hier sind dann wieder Sachen, die bekommt man zu sehen, wenn irgendwas passiert.
Das heißt also, ne, wenn man jetzt den Server runterfährt und Spieler noch drauf sind auf dem Server, dann bekommen sie diese Meldung, der Server heißt Shutdown. Also quasi genau das, was hier drin steht. Wo ist das jetzt? Was? Da. Server Shutting Down. Und das kann man natürlich ändern. Da kann man nur schreiben, wenn man jetzt einen deutschen Server hat, kann man hier zum Beispiel eine deutsche Nachricht reinschreiben. Server fährt runter oder Server ist runtergefahren oder ist der Geier was. Genauso wie hier, was wir vorhin hatten. Da hatten wir ja diesen internen Fehler. Da wurde das Ding hier angezeigt. Kann man auch ändern. Zum Beispiel ins Deutsche übersetzen. So. Das hier ist schon etwas wichtiger. Das kann man nämlich benutzen, wenn der Server gecrashed ist. Also wenn er nicht manuell runtergefahren ist, sondern wirklich gecrashed ist. Dann kann man sagen, dass die Spieler eine Nachricht bekommen sollen, wo man direkt sagen kann, okay, ich möchte mich direkt wieder neu verbinden. Ist sinnvoll vielleicht ab und an mal. Ja. Vielleicht auch nicht. So, und das sind dann wieder Sachen, die haben wieder mit der Performance zu tun. Da ist dann quasi, wie viel zum Spieler gesendet werden soll, wie viel aktiv sein soll, heißt also wie viel pro Spieler berechnet wird, wie viel gesendet wird, wie viel erzwungen wird zu laden, und alle wie viele Zeiteinheiten quasi gesendet wird. Ja. Wichtig wäre jetzt vielleicht fürs Spiel nochmal das hier. Das ist quasi, wie schnell die Zeit im Spiel vergeht. Da haben wir also quasi zum Beispiel 72, heißt die Spielgeschwindigkeit ist das 72-fache von der Echtzeit. So, bisschen Mathematik. Wir wissen, ein Tag hat 24 Stunden. So, und 72 durch 24 ist also 3. Das heißt, wir haben hier quasi pro Stunde haben wir 3 Tage. Das heißt also, ein Tag im Game dauert genau eine Drittelstunde. Also 20 Minuten. Jetzt kann man das natürlich auch ändern, wenn man sagt, okay, mein Server soll auf Echtzeit laufen. Dann kann man hier kurz auf eine 1 machen. Dann dauert im Game ein Tag genauso lange wie im echten ein Tag. Oder man macht es so, wie ich es mache, dass man sagt, okay, im Spiel soll es gar keine Zeit geben, sondern die Zeit soll still stehen bleiben. Dann halt 0. Bam. Easy. Oder für Leute, die ein bisschen auf Quack sind oder auf anderen einflößbaren Mitteln, die können die Werte natürlich auch extrem hochstellen. Also, ne, da ist man für alles offen. Also, ne, wer jetzt möchte, dass ein Tag nur 5 Minuten lang geht oder, weiß nicht, 50 Sekunden oder 5 Sekunden, ne, man ist da offen. Ja? Also, bitte, tobt euch aus. Am idealsten, ich sag mal so, wie gesagt, 72 heißt, dass ein Tag 20 Minuten lang geht. Finde ich persönlich immer ein bisschen sehr kurz. Also für einen Server, ne, würde ich empfehlen, dass man den Tag-Nacht-Rhythmus etwas verlängert. Also ein guter Wert ist quasi eigentlich so, wenn man mit Tag-Nacht arbeiten möchte, dass man dann auf 24 geht. Heißt also, ein Tag im Game dauert genau eine Stunde. Das ist so das, was am idealsten quasi ist. Achso, ich habe auch nochmal Liste. Genau, 72, wie gesagt, 20 Minuten. Ja, 360, 4 Minuten ist natürlich absolut wow. ja, und wie gesagt, das, was am idealsten ist, ist halt quasi, ist hier gar nicht aufgeführt, danke dafür. Wie gesagt, 24, was dann heißt, ein Tag dauert eine Stunde. Klingt irgendwie total falsch. Eine Minute dauert eine Sekunde. Aber wenn eine Sekunde eine Minute ist, dann ist doch eine Minute auch eine Stunde. Und eine Stunde ein Tag. Das heißt, ein Tag dauert eine Sekunde. Mein Leben ist eine Lüge. Ja, okay, lassen wir das. Und hier unten steht auch nochmal, was ich gesagt hatte, wenn man 0 eingibt, dann ist Stay Unchanged. Das heißt also, die Zeit bleibt einfach still. So. Das andere ist jetzt wieder alles ein bisschen weitergehend. Genau, das andere ist alles weitergehend. Das einzige vielleicht nochmal das hier, die meine Sachen, die können wir nochmal erklären. Also, man kann ja Chat-Nachrichten senden, ne? Also hier verbinden, ist aber aktiv. Ja. Ach man, Alter. Danke. So, man kann ja hier chatten. Und die Länge, die man hier chatten darf, also wie viele Zeichen man quasi eingeben kann pro Chat,
Das ist dieser Wert hier. Heißt also, man darf normalerweise bis zu 500 Zeichen eingeben. Wenn man jetzt einen Server hat, wo man merkt, okay, es gibt sehr viele Trolle, die haufenweise Buchstaben rein spammen, dann kann man auch sagen, nee, Junge, das möchte ich nicht. Ich möchte das Ganze limitieren auf etwas, was realistischer ist für normale Diskussionen. Das heißt also zum Beispiel sowas wie 100 Zeichen. Ne? Das ist... Man kann da jetzt keine Romane reinschreiben, aber für normale, kurz und knappe Unterhaltung reicht das vollkommen aus. So, und dann gibt es auch noch Leute, die schmeißen die ganze Zeit hier um sich. Die machen solche Sachen wie, schau mal, ich trolle. Und da sieht man schon, aha, you are limited at 8 message per 10 seconds. Und genau diesen Wert kann man nämlich auch noch einstellen. Und das ist nämlich genau das nächste, was direkt darunter ist, das hier. Und hier steht zum Beispiel, warum jetzt hier 10 ist, weil normalerweise sind ja 8, sieht man ja hier. You're limited to 8 messages per 10 seconds. Hier steht jetzt was von 10. Okay, verstehe ich jetzt nicht ganz. Gut, okay, auf jeden Fall kann man jetzt wie gesagt hier eingeben. Und da kann man zum Beispiel sagen, okay, das Ganze nimmt die Überhand. Ich möchte bitte, dass dass ein Spieler alle 10 Sekunden, ich meine, man kann ja so grob überlegen, okay, wenn man jetzt wirklich inhaltlich sinnvoll schreibt, ne, dann braucht man alleine zum Überlegen eines Satzes und zum Schreiben in die Tastatur. Wir sind ein bisschen knauserig, wir sagen einfach mal 5 Sekunden. Das heißt, wir dürfen alle 10 Sekunden nur 2 Nachrichten schicken. Bumm, das war's. Und wir sind extrem knauserig, pro Nachricht davon nur 10 Zeichen senden. Jetzt kommt es nämlich hart auf hart. Server runterfahren, Server wieder starten. Und jetzt kommt es nämlich, ja, Server Shutting Down, das ist diese Meldung, die ich schon meinte, die kann man wie gesagt ändern. So, wenn wir es jetzt verbinden und jetzt hier sehen, ne, ich schreibe Hallo, wunderbar, ich bin's, der Neue, ich hasse euch alle, ihr verfünftet, ne, und dann schon kommt die Meldung, bam, geht nicht. Your message exceeded the maximum chat message limit set on the server. So, das heißt, man kann eine solche lange Nachricht nicht senden. Schön. Und wenn man jetzt schreibt, Digga, ich ruhe in die Tasten, dann bumm. 2 Nachrichten pro alle 10 Sekunden. Und damit kann man halt den Server vor Spammern schützen, zum Beispiel. Welche Werte da sinnvoll sind, müsst ihr denn entscheiden mit der Zeit. Das kann man so pauschal nicht sagen. Also, ne, ich hab ja schon so ein paar Anreize gegeben, so mit 100 Zeichen pro Nachricht und 2 Zeichen alle 10. Nein, 2. Hä? 2 Nachrichten alle 10 Sekunden sind Werte, die sind vertretbar. In der Praxis müsst ihr mal schauen, ob ihr es nicht ein bisschen so hoch setzt oder sogar noch weiter runter setzt. Ja, das ist. Ja. So. Und das hier ist quasi komplett Overkill. Das ist quasi der Worst-Case-Szenario. Wenn ihr den Wert setzt und jetzt zum Beispiel hinschreibt, muss ich jetzt da einmal mitnehmen und einmal rein. Das ist wieder, wenn ein Spieler innerhalb von 10 Sekunden 50 Nachrichten schreibt oder mehr, dann wird er gekickt. Der Wert sollte natürlich immer größer sein als der Wert hier. Das heißt also, wenn ihr jetzt hier oben einen Wert von 2 gegeben habt, dann könnt ihr hier zum Beispiel reinschreiben 5. So, und jetzt kommt's, können wir das Ganze mal testen. Jetzt wird es ein bisschen angry. So. Wir schreiben bam, so, bam, bam, oha. Du hast mehr als 2 Nachrichten geschrieben? Junge, chill, bitte beruhig dich. Nein! Junge, beruhig dich. Nein! Junge, wenn du jetzt noch eine Nachricht schickst, dann... Nein! Bam. Sie wurden gekickt. Also ist quasi dieses komplett, um irgendwo mal die Notbremse zu ziehen. Das heißt, wenn ein Spieler wirklich einfach zu viele Nachrichten schickt, dann kann er damit auch gekickt werden. Und genau dafür ist, wie gesagt, dann das hier unten.
Ja. Also wie gesagt, diese drei Sachen hauptsächlich dafür für Server, wo man extrem damit zu kämpfen hat, dass hoffenweise Leute sind, die einfach nur die Chats zu spammen. Wenn man damit halt Probleme hat, die Werte hier sind dein Freund und Helfer. Ansonsten, ja, wenn man sowieso mit solchen Sachen eher keine Probleme hat, dann kann man die Werte auch auf Normalwert lassen. Also ich zum Beispiel habe auf meinen Server diese Dinger hier nicht gesetzt. Einfach weil ich das Bedürfnis dazu bisher noch nicht hatte. So, das sollte es jetzt also dazu erstmal gewesen sein. Dann haben wir schon mal die wichtigsten Einstellungen. Und wie gesagt, es gibt hier noch haufenweise mehr. Also man kann hier schon so ein bisschen was machen. Die meisten Sachen sind ja wieder spielintern. Also hier sieht man hier schon Map Generator. Das ist wieder wie in-game und so. Also ja, lol. So, damit haben wir also quasi das hier auch durch. Und dann kommen wir beim nächsten Video dann dazu, wie wir jetzt unseren Server, den wir hier wunderschön erstellt haben, in die Öffentlichkeit hinaustragen können. Das wird hoffentlich nicht mehr so lange dauern. Ne? Also wie gesagt, die Sachen hier hat man gemerkt, die beiden Videos waren jetzt extrem lang, mit extrem viel Reden, hatte ich aber auch am Anfang gesagt gehabt. Keine Angst, die nächsten beiden Videos, die werden wieder kürzer. So, in dem Sinne würde ich mal sagen, du kannst weg. Was bist du? Achso, ist noch die alte Datei. Ja, du kannst auch weg, du kannst weg. Und dann würde ich mal sagen, schau mit V.